In dieser wohlgemerkt Parabel setzt man einen Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser und erhitzt diesen ganz langsam. Obwohl es für den Frosch immer ungemütlicher mit der steigenden Temperatur wird, harrt er aus und passt seine Körpertemperatur an, so lange, bis es für einen Absprung zu spät ist und er verbrüht. Würde man einen Frosch ins heiße Wasser setzen, würde er sofort herausspringen. Viele Menschen sind wie der erste Frosch. Sie passen sich an, harren aus, obwohl sie bemerken, dass die Bedingungen für sie immer schlechter werden. Die meisten Frösche quaken lieber, als zu springen. Warum ist das so enorm wichtig? Dein Leben beginnt dort, wo deine Komfortzone endet.